Mann, war das lecker. Hier tut mein Bauch weh. Hier tut mein Po weh. Sehr witzig. Schön lecker. Du wolltest nie mit dem Esel reiten, oder? Hey, Klette, was hast du denn da? Zeig mal her. Sie ist glücklich. Zerschlägt sogar noch die Scheibe der Bushaltestelle. Der Junge wurde schwer verletzt, natürlich sofort medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Leider verstarb der Junge doch wenig später. Die Dresdner Polizei ermittelt natürlich jetzt gegen den Autofahrer, gegen einen 31-jährigen Mann, wegen fahrlässiger Tötung. Sollte das Unfallgutachten beweisen, Rennen durch die Dresdner Innenstadt geliefert haben, dann wäre sogar eine Anklage wegen Mordes denkbar. Denn Gerichte ahnden solche Straftaten mittlerweile deutlicher. Oder Hinweise zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können, sich dringend an die Polizei zu wenden. Jeder Hinweis kann ja wichtig sein, um diesen tragischen Verkehrsunfall zu erhalten. Noch in der Nacht haben sich erste Zeugen gemeldet. Doch entscheidend ist, was das Gutachten ans Tageslicht bringt. Das wird laut Polizei einige Tage nicht sehr erfolgreich. Ich esse nur Junkfood, weil ich nicht genug Geld habe, mir was Vernünftiges zu kaufen. Und Pizza ist am einfachsten und leichtesten zu bekommen. Ernsthafte Entzündung umbringen könnte. Die Pflegerin sollte jeden Tag kommen. Wenn sie nicht kommt, wird mein Eimer nicht gedeckt. Denn ich komme kaum noch hoch. Und nach ein paar Gängen auf die Toilette oder in die Küche muss ich mich ausruhen. Und wenn ich dann nicht aufstehen kann, erleichtere ich mich eben in den Eimer.